Hallo, you Nein, shall das appreciate grad, my technology. Kilian, das ist gerade wichtiger. Tiki! Ruf die Schweine und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chrono. Wisst ihr, was die größte Lüge seit Menschengedenken ist? Ich bin sogar gelaufen. Ist wirklich gelaufen. Wir haben weißt du, was die größte Lüge der Menschheit Nein. ist? Sich zu denken, ja, wenn wir 2 Stunden aufnehmen, dann schaffen wir ja pro Stunde 3 Folgen, weil eine Folge ja nicht länger als 20 Minuten geht. Wer hat mein Brot, meine Seeds? In zwei Stunden schafft man demnach also logischerweise 6 Folgen, ist die Schlussfolgerung. Aber das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Lügenpresse. Es ist unmöglich, in diesem Pensum aufzunehmen. Ja, weil hier so viel rumgelabert wird in letzter Zeit. Wer hat meine Blätter? Wer hat meine Seeds? Wer hat mein Weizen? Oh, ich hab deine Blätter. Ich hab deine Ho am Stiesi. Die hab ich mir selber neu gemacht. In den letzten 2-3 Wochen ist es einfach stark bergab gegangen. Oh, mein Zeug wieder. Mit der Produktivität, Leute. Du willst deine Ho haben? Nein, die kannst du behalten. Ich will die Samen haben. Welche Samen? Ja, die Seeds. Ich hab nur Blätter, mehr hab ich nicht. Ja, wer hat denn die Seeds dann? Ich habe 8 Seeds. Das waren 50 Seeds. Die können hier aber weg sein. Weg. Das kann doch nicht sein. Wer hat das Bone Meal? Weg. Alles weg. Ja, dann gib mir das Bone Meal wenigstens. Ich hab einen Bone. Hä, du hast das doch vorhin aufgesammelt. Ach so, ja, das behalte ich auch. Aus Warum? Weil du meine Knochen genommen hast, was meine bittere Reserve war, falls Hunde kommen. Und nein, nicht am Feld! Und hier, Hunde sind offiziell unnötig. Um dich zu ficken. Das tun sie ja nicht mal, wenn wir Diamantrüstung haben. Die können nichts ausrichten. Andi, wo bist du? Soll ich mal Andi ein bisschen ficken? Kieren, nicht diese Wörter. Och, Kieren, nicht, jetzt verschwendet doch nicht das Bone Meal. Alter, wir brauchen... Oh. Es ist ja nicht mal lustig. Wir brauchen doch Essen. Ich hab Spaß. Ich hab Essen. Ich hab kein Essen. Hier, Dom, du bist einfach dann so doof. Hier hast du 1, 2, 3 Bone Meal. Kannst du dir... Hallo, lässt du das mal, Dom? Der hat kein Essen. Dom, du wirst das nicht... Setz es einfach hier drauf. Ich setze neue Pflanzen. Danke. Ja, und dann suchst du einen und backst dir dann... Ja, backt sich nämlich die ganze Zeit Brot. Nee, ich versorg dich doch die ganze Zeit, Dom. Nein, wow, du gehörst mir ein Brot in die Tasche. Ja, ich hab auch nur ein Brot. Ja, du krümelst das immer weg und schüttest das vors Haus der Hexe. Wie so ein, ich hab das beobachtet. So ein korrupter Typ, der sagt, geben Sie mir das Geld. Ich verwahre und dann, das. Ich hab alles schon verwendet. Danke. Du bist wie so einer, der bei 90-jährigen älteren Damen klingelt. Ich geb dir doch die und sagt, das ja, kann man unterstellen. Ihr Enkel hat mich geschickt. Er ist gerade in finanzieller Not. Geben Sie mir mal 5.000 Euro, damit ich ihm helfen kann. So einer bist du. Das ist richtig arschig. Ja, das bist du ja. Enkeltrick. Warum? Ja, weil. So was machst du doch. Ich meine. Was? Zwischen Leuten das Bombe wegnehmen und dann das Brot für sich selbst backen und ältere Damen um ihr Geld betrügen, das ist ein kurzer, also ist nicht weit voneinander das entfernt. Das direkt nebeneinander. Oder wie viel Brot möchtest du? 3. Das waren jetzt mehr als 3. Richtig. Das waren 4. Nee, es waren 5. bitte nicht den Creeper töten. Lass mich das machen. Wo ist er? Da. So. Situation entschärft. Ich finde übrigens, diese Blätter machen unglaublich viel aus. Finde ich auch. Was zur Hölle? Das kam gerade so witzig, war das Tongeräusch. Komm ich jetzt hier raus? Warte mal, das schaffe ich. Jump'n'run. Jump'n'run, ja, so. Das ist unmöglich, glaube ich. Also mir fehlt ja ein bisschen die Steuerungstaste zum Sprinten, ne? Ja, mittlerweile auch. Mittlerweile. Man hat sich ein bisschen dran gewöhnt. Kann man es einstellen vielleicht? Ja. Nein, kann man nicht. Doppel-W ist ja keine Taste, sondern... Left, ja, stimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es früher reinkommt, als dass es komplett so eingestellt ist. Dass sie dann nicht belegt war vielleicht. Weiß es nicht. Schweiß ist nicht so belegt. Habt ihr euch eigentlich schon den neuen Xbox One Elite Controller gekauft? Nein, werde ich auch nicht. Junge, du hattest immer noch mit deinen 360 Ding rum. Das ist ganz lustig, bei Dark Souls ab und zu stürzt, also quasi reagiert das Gamepad während den Aufnahmen nicht mehr. Das ist ganz witzig. Junge, hol dir mal ein neues. Das 360 Ding ist übrigens ziemlich hässlich im Vergleich zu dem One. Ist mir auch egal, es funktioniert. Junge, es passt zu dir, stimmt. Ja, es funktioniert, richtig. Ist auch ziemlich hässlich im Vergleich zu mir und trotzdem funktioniert. Oh, was? Das ist halt eine Lüge, aber okay. Ich
bin quasi das was kann dieser Elite-Ding besser? Ich habe auch mal geguckt, was ist frei konfigurierbar. Es interessiert nicht, was es kann. Es kommt darauf an, dass Elite im Namen ist. Alter, das sind 160 Euro für einen scheiß Controller. Ja, das ist tatsächlich ziemlich viel Geld, das stimmt. Es sind fucking 160 Euro für einen fucking Game-Controller. Aber das finde ich auch bei der neuen Apple-Tastatur, die ist auch wieder mega geil, aber die wollen irgendwie 100 Euro oder so. Für beides, also 200 Euro zahlst du dann, wenn du beides neu haben willst, dieses neue Trackpad. Warum willst du eine Apple-Tastatur haben? Also für eine Tastatur sind 100 Euro okay. Aber irgendwie für beides. Ich hab doch zehnmal lieber eine richtige Tastatur. Wenn ich am Mac arbeite, benutze ich die. Also ich habe warum? Das. Weil ich auch am Mac mit dem Trackpad, ich habe dieses externe Trackpad, wenn ich die am Bildschirm anschließe. Ich finde das mega geil. Ja. Das beim Programmieren, super geil. Allein diese Geste, zwischen zwei Hauptbildschirmen zu wechseln. Du arbeitest mit einem scheiß Trackpad statt einer Maus? Ja, weil du es da nicht brauchst. Das stimmt allerdings. Du brauchst, wo braucht man denn, Beim Programmieren brauchen wirklich keine Maus. Da ist das so, da geht es eigentlich nur um Scrollen. Ja, du musst scrollen und den Cursor bewegen. Und zoomen eventuell. Scrollen und den Cursor ja, bewegen, war da, gut. Da könnte man jetzt drüber streiten, ob das dann mit der Maus schneller ist, aber da ich das dann, weiß ich nicht. Also ja, wobei, du musst eigentlich nicht mal den Cursor bewegen, kannst alles mit dem Tasten mache ich ja viel. Aber ich finde allein dieses zwischen zwei Bildschirmen wechseln super, so zwischen, weiß ich ja, nicht. Das habe ich noch nie gebraucht. Auf dem einen legst du immer das, was du nachlesen willst und auf dem anderen das, wo du arbeitest oder so. Noch Bornmehl? Ich habe kein Bornmehl mehr, kein einziges. Dann? Ich habe Bornmehl, ja. Gib mal. Musst du mich fangen, du musst mich einmal schlagen, dann hast du mich quasi gefangen. Hier, gib mir mal den Bogen. Schlagen, habe ich gesagt. Oh, scheiße. You're not a smart boy. Darf ich selbst bestäuben? Nein, gib mir. Ich möchte die befriedigen. Das ist meine flotte Biene! Tja, ich hab's jetzt trotzdem gemacht. Ach, mehr hat's ja nicht. Ich hatte einen Knochen im Inventar. Also, wie gesagt, für mich ist halt einfach auch noch kein Laptop-Trackpad bisher rangekommen an die von Apple. Also, die sind auf jeden Fall besser geworden als früher. Wenn ich mich daran erinnere, was aber das vor 6 Jahren war an Trackpads so auf den normalen PCs für 1000 oder Laptops besser gesagt für 1000 Euro. Und dann kannst du gleich eine Maus kaufen. Also, allein das Scrollen, das hat jahrelang nicht funktioniert auf diesen Consumer-Dingern. Mittlerweile, also auf meinem Asus-Ding funktioniert es. Inzwischen sind die deutlich besser, definitiv. Ja. Aber immer, also sie kommen wirklich nicht ran. Das also ich gebe dir recht, früher war wirklich ein Riesenunterschied, zwischen sehe ich keinen Unterschied mehr. Ja, doch, auch die sind wirklich besser geworden. Nein, ich finde, das Anfassgefühl ist bei Apple irgendwie immer noch besser. Also ich finde auch, so ein komplettes Alu-Gehäuse macht mehr her als zwei zusammengeklatschte Teile und auch so. Däum. Ich bin ja kein Apple-Fanboy, aber letztens jemand, der sich für 1000 Euro einen Laptop kauft, dann auch noch so ein Ding, was du so umfalten kannst mit Touch. Ach so, wie du damals mit 2300 Euro. Ja, das war auch ein Fehlkauf, muss man so machen. Also, Fehlkauf war in Ordnung, ne? Aber es ist nicht effizient. Ich verstehe nach wie vor nicht deine Beweggründe dafür, das ist mein Problem. Vor allem für so einen fucking Laptop, anstatt dass du den richtigen. Nur, dass du dann dreimal zu H.H. zu einer verfickten LAN-Party dein scheiß Gerät mitnehmen konntest. Das war bestimmt mehr. Nein, es waren mehr, also es waren deutlich mehr. Junge, LAN-Partys sind sowas von 2008. LAN-Partys sind super. Ja, die gibt's heutzutage aber nicht mehr, weil kein Spiel mehr LAN ist. Bei uns an der Uni. Bullshit. Nein, das ist kein Bullshit. Ist keine LAN-Party. Doch. Was spielt ihr da denn? Welche Spiele unterstützen noch LAN? Counter-Strike? Also, TCG unterstützt keinen LAN, glaube ich. Nein, oder? Das ist auf uncool. Ja, was haben oder wir doch. Sicher, das kannst du bestimmt faken. Quake haben wir auch. Ja, wenn man halt so auf. Wenn man halt Tournament 3? Ja, aber was willst du denn? Ja, ich habe davon geredet, dass neue Spiele das nicht mehr. Oder ja, die sind auch alle kacke. Die machen LAN auch alle kacke. Nein, weiß ich nicht. Es gibt so Klassiker. Früher waren sowieso alle viel besser. Battlefield 2 mit Bots. Das war einfach so stumm. Ey, das war mega geil. Die waren so blöd. Die waren so. Hey, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad waren die teilweise sogar anspruchsvoll. Aber vorher waren sie teilweise echt grenzwertig debil. Ja, natürlich. Die waren halt quasi hinterher unfair, als wir gegen die gespielt haben. Das war auch der einzige Weg, noch irgendwie Spaß zu haben. Wir wollen Spaß. Wir geben Gas. Aber es gibt irgendwie kein Spiel außer Crysis 1, was wirklich vernünftige KI hatte. Oder warte.
Ich glaube nicht, dass die KI in Crysis 2 und 3 schlechter war als in Crysis 1. Na doch, also die Crysis-Spieler haben halt eine super KI in Sachen sozusagen so, weißt du, du kannst sie nicht umlaufen, sie machen Positionswechsel und so weiter. Das ist halt so, und wenn du so ein Spiel wie Far Cry hast oder so, dann machst du halt einfach, oder, weißt du, gehst halt ja, einfach kurz einmal weg, läufst um die rum, wirfst eine Handgranate rein, alle tot. Das stimmt, also zum Beispiel bei Far Cry oder Call of Duty, die Bots, also die KI ist so strunzdoof. Also das ist ja nicht mal so eine KI. Die stehen halt da, die wissen, aha, ich kann mich da hinstellen. Wenn sie dich sehen, dann laufen sie so lange auf dich zu, bis sie direkt vor dir stehen. Richtig. Außer sie sind ein Scharfschütze, dann bleiben sie halt stehen und schießen auf dich. Richtig, das ist so richtig hier lächerlich. Why doesn't it? Weißt du, wir haben also eine fast fotorealistische Grafik, aber die Typen kriegen es nicht hin, irgendwie halbwegs so. Nein, das Schwierigste ist ja hinzukriegen, Bots hinzukriegen, die nicht unfair sind. Weil die theoretisch. Das kriegen sie auch bei Crysis auch hin. Gummiband-KI. Ich hatte meiner Meinung nach noch kein besseres Shooter-Spielerlebnis als Crysis 1 auf Delta. Junge, Crysis 1 auf Delta, also Crysis 1 generell so ein geiles Spiel gewesen. Bis zu den Aliens. Ja gut, dann war es auf Delta halt ein bisschen unfair, aber. Ja, generell hat es mir gegen Aliens nicht so viel Spaß gemacht, weil ja. Aber also. Doch, bei Crysis 2 war es immer noch gut. Weil die Aliens dann anders waren. Dann waren die Aliens aber anders, richtig. Dann waren das. Ja, richtig. Ja. Aber ich muss sagen, so vom Singleplayer-Shooter-Erlebnis war Crysis 1, glaube ich. Das Spiel, was mich am meisten geflasht hat. Nein, auch allein, weiß nicht, auf Delta, es war nicht unfair, es war bockschwer, aber nicht unfair. Die Typen haben wirklich koreanisch geredet. Ja, du konntest nichts mehr verstehen, das ist einfach cool. Und die KI hat funktioniert in einem Open-World-Shooter quasi. Also halbwegs Open-World. Ja, aber die KI hatte nie irgendwelche argen Aussetzer. Junge, das Spiel war so geil. Ich würde mir so sehr wünschen, einfach so wieder sowas in der Richtung, aber irgendwie glaube ich nicht, dass da. Nee. Glaube ich auch nicht. So. Zweifel stark. Und ist drauf, genau. Ach, aber ja. Wobei ich bin auf, wie heißt das jetzt, was wir demnächst rausbringen? Robinson. Ja, da bin ich so gespannt drauf. Ja, das war PS4 exklusiv, zumindest vorerst. Ich weine. Alter, was meint ihr, wie ich mich aufgeregt habe, als ich rausgefunden habe, dass das mit Need for Speed auch so eine Kacke ist? Ich so, wie, das kommt morgen schon raus? Und dann. Ja, das ist aber was anderes. Okay, du musst das noch portieren, damit das nicht so eine. Das ist Batman. Ja, das ist ein anderer Grund. Da geht es nicht darum, dass die einen Deal mit Sony und Microsoft haben, sondern. Dass sie einfach es noch nicht gepackt haben. Dass sie einfach nicht so Priorität auf die PC-Version haben. Ja, ich glaube, es geht uns darum, dass es nicht wieder ausartet wie Batman, dass man es ein Dreivierteljahr nicht spielen kann. Ohne Mega. Aber bei dieser, heißt das wirklich Robinson? Ich glaube ja. Ja, ja. Da sind die, also, ich weiß, es gibt so ein Dino VR-Spiel. Also VR. Ja, komm mal her. VR. Rechts rum. Rechts. Ich seh dich. Was ist das für eine epische Höhle ist? Da gibt's ja schon so eine Tech-Demo von, ne? Kannst du auf Steam runterladen. Die ist mega geil. Ach so, scheiße. Sieht die Höhle an. 1, 2, 3. In Minecraft bringen manchmal echt ziemlich geile Sachen zustande. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, so KI ist so immer noch so, weiß ich nicht. Nee. Ich frage mich generell, was war mein letztes gutes Singleplayer-Shooter-Erlebnis? Bei mir Fallout 4. Also auch, aber nicht wegen dem Shooter-Erlebnis, sondern weil Fallout würde ich, ist kein reinrassiger Shooter. Na doch, du machst nichts anderes als schießen. Es ist kein reinrassiger Shooter. Ja. Als letzte gute Shooter, also Far Cry 4 fand ich auch eher meh. Far Cry 4, es hat mir Spaß gemacht, aber es war. Es hat sich angefühlt wie das, was mich an. Ja, richtig. Aber generell so. Ja, doch, der Koop war mega geil. Das ist aber geringe Singleplayer. Also generell Singleplayer-Spiele, die mir sehr viel Spaß gemacht haben damals, war auch MW1 und MW2, Call of Duty, hat mir wirklich Spaß gemacht, der Singleplayer. Da war die KI nicht gut, aber die haben es irgendwie kaschiert. Es hat sich nicht so stumpf angefühlt. Vielleicht war es auch. Wie alt waren wir da? Nein. Es ist wirklich so, weißt du, wenn du dich überlegst, es waren immer Szenen, wo die KI schon in Deckung stand. Also du bist, also oft. Es war ganz gut gelöst damals, glaube ich. Aber der MW1 Multiplayer, der war wirklich. War nice. Singleplayer, meine ich, sorry. Hey, Kian! Ja, Kian. Das war klar, dass das passiert, weil ich es nochmal testen musste. Ach, scheiße, und hier. Da müssen wir. Achso, nee, dann ist ja kein Problem. Hier unten ist alles weg übrigens. Oh, fuck. Ja, nee. Darüber, das meinte ich doch. Achso, okay. Ich dachte, es ging um oben. Oh, nein! Ich habe mich schon. Ja, der Kian scheint das. Warum lass mal Skelette jagen? Juckt mich gar nicht. Ja, warte.
Ja, ich muss ja also, die mega Verzögerungsschleife wieder das, ballern. Das Problem ist halt, bei Crysis 1, ich kann es jetzt nicht nochmal durchspielen, weil man kennt es halt mittlerweile irgendwie gefühlt auswendig. Ich habe das Spiel einmal komplett durchgespielt und etliche Male quasi angespielt bis zu den Aliens. Also aber einmal habe ich es wirklich durchgespielt. Ich habe es einmal auf normal halb durchgespielt und dann nochmal auf Delta ganz. Also ich weiß noch, ich habe das auf oder damals auf meinem alten HP-Rechner habe ich das Ding durch und beim letzten Bosskampf, da waren so viele Effekte. Ich habe das den Bosskampf mit 10 FPS habe ich durchgespielt. Und dann, als ich dann meinen neuen Rechner mit der 580 hatte, habe ich es nochmal neu gespielt, dann auf höchsten Einstellungen. Bis zu den Aliens halt. Danach hatte ich keinen Bock mehr. Crysis Warhead hatte ich auch mal gespielt. Habe ich nie durchgespielt. Habe ich aber dann irgendwann war es halt auch sehr Alien. Nee, das war so eine Art. Nee, es war ein eigenständiges Spiel, was aber komplett auf Crysis 1 basiert. Also, es erzählte quasi die gleiche Geschichte. So. War eine Seitengeschichte, ja. Gleiche Geschichte aus einer anderen Perspektive. Aber da kamen auch sehr früh Aliens, da hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Weil ich finde das Spiel so geil mit diesen, zum Beispiel, dass man dann diese Basen von den Koreanern hatte und dass man dann da komplett eigen rangehen konnte. Was auch richtig geil war die Mission nach der Panzerschlacht, wo man diese Mine stürmen musste mit den ganzen Nanosuit-Soldaten. Das war mega geil. So, ja. Aber ich weiß noch, wie fasziniert ich war, als ich dann feststellte, dass man diese Soldaten sich packen kann und dann Maximum Strengths und sie einfach dann wegwirft. Nein, es hat aber so viele Gameplay-Möglichkeiten geboten, dieses Spiel. Ja. Es war einfach geil. Es war eine richtige Offenbarung, muss ich sagen. Ja. Und Crysis 2 und 3 haben ja auch, also 2 haben ja auch sehr viel Spaß gemacht, aber es... 3 habe ich nicht gespielt, ist 3 gut? Es ist so wie 2 im Prinzip. Okay, dann will ich es mal. Nur ein bisschen, ist ein bisschen offener. Okay. Ich weiß nicht mehr genau. Aber es hat mir schon Spaß gemacht, ja. Muss man holen, weil die auf Singleplayer waren. Aber es ist nicht mehr so diese Offenbarung wie Crysis 1, weil es halt. Ich stehe halt mehr auf diesen Truppendschungel als auf Stadt. Ja, erwarte ich aber auch nicht. Aber es ist halt auch optisch ein Leckerbissen, muss man dazu sagen. Ein Leckerbissen, sagt er. Sagt er. Es gibt schon vieles. Stimmt, das ist. Genau, ab Crysis. Bäume farmst du mit auch Skelette, danke. Das gab's dann ja nur noch auf Origin. Ja. Also muss man tun. Instant Push-Up. 2 Herz passt noch. Wofür denn Skelette für Knochen? Aber wofür brauchst du Knochen? Für Essen. Also was ich richtig schade finde, ist, dass wir die Blütezeit von Crysis Wars verpasst haben. Dieses Multiplayer. Das ist doof. Nein. Hast du das nicht mal gesagt? Das ist diese Friedenei, denke ich. Nein. Achso, das ist Warface, was wir meinen. Crysis Wars war im Prinzip ein Multiplayer rebalanced von Crysis 1. Aber das, als wir es so irgendwann mal entdeckt haben... Ja, das hat halt keiner mehr gespielt, aber das war mega geil. War das denn offiziell, ja? Ja, ja. Ja, ja. Das war mega geil. Also so, was wir noch erlebt haben, war mega geil. Das ist halt im Prinzip der Singleplayer mit Gegnern. Merpita. Und das finde ich halt schade. Däum, chill. Junge, hinter dir, chill. Däum. Mein Herz. Me has bones. Mein Herz, meine Prostata. Das Problem ist, dass ich ja eine genügende Verzögerung reinbringen muss. Hast du eine Prostata? Ja, das sagt man so. Mein Herz, meine Prostata. Also, so. Habe ich noch nie gehört. Sorry. Warum? Was ist mit deiner Prostata los, wenn du Stress hast? Dann ist sie stimuliert. Das hat Däum jetzt gesagt. Das Problem ist, dass ich ja genug Verzögerungen mit dem Runterfahren machen muss, dass das Wasser bis dahin weg ist. Mimimi, das haben wir damals auch geschafft. Nein, ich versuche das den Leuten zu erklären, die das Problem nicht verstehen. Also den Zuschauern? Sagst du, dass die Zuschauer dumm sind? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ein Teil der Zuschauer vielleicht. Manche werden du meinst, dass ein Teil unserer Zuschauer dumm ist? Nein, das ist ein Teil unserer Zuschauer, einfach keine Ahnung von Redstone haben. Das könnte sein. Well, zum Beispiel sowas wie Däum. Was soll das denn jetzt heißen? Ich war damals immer der Sidekick in den Redstone. Ja, der Sidekick, aber auch wirklich nur so mal verlegen lachen und das machen, was ich hier sage. Und ich war der Sidekick. Der Sidekick vom Sidekick. Andi war der nicht da war. Jens hat schon so einen Redstone-Wuppert. irgendwie war Däum, irgendwie war. Warum eigentlich? Weiß gar nicht, was habe ich in der Zeit immer gemacht? Wahrscheinlich gezockt. Nee. Ja, du musstest um 9 Uhr schlafen gehen. Ja, genau, stimmt, musste mal ins Bett. Leel. Bis 18, nee, nach 18 auch noch. Nein, du bist behindert. Ah, es wird schon closer, aber es reicht nicht. Why not? Why fucking not, man? Why not? Oh, mein Helm ist inzwischen. Wir werden übrigens belagert. Alter, ich mache eine lange Line, Alter, ich bin die Line am drippen. Wusstet ihr eigentlich, dass der Rüstungswert von der Diamantrüstung abnimmt, je kaputter die wird? Ja, ist mir auch aufgefallen. So. Richtig billo.
Richtig, ja, das ist Billo-Rüstung nur noch. Ja, das ist bei allen Rüstungen so. Nein, in der neuen Version ist es aber nicht mehr so. Ja, oh, aktuell. So. Das ist im Prinzip die besseren Rüstungen. Die Rüstungen bringen alle gleich viel Rüstung, bloß der Schutz nimmt schneller ab bei anderen. Echt? Ja. So. Quasi, die absorbieren sozusagen Schadenspunkte. Das ist ein bisschen, das ist quasi extra Leben, was sinkt. Also quasi ein extra Leben, was ein extra Lebenspool, der beansprucht wird, bevor dein aktueller beansprucht wird. Und dann sozusagen, ne, immer so prozentual was abfängt. Stehst du? Ja, je höher die Schaden. Nice! Ja. Da ist zum Beispiel die Diamantrüstung fängt 50% zum Beispiel. Nein, die fangen alle gleich viel Schadenprozent ab. Die schützen alle gleich stark. Aber die Diamantrüstung hält einfach länger. Have you, ja. Brot. Hast du, Bone Meal? Nein, gerade alles verbraucht. Aber wir können Ich hab Bone Meal. Ja, dann mach mal bitte alle Pflanzen wieder. Okay, ich hab grad unsere Farm quasi bestückt. Also wir haben jetzt maximale Weizenauslastung. Was hast du denn? Was? Ja, Herr Kiel, es ist Nacht, wo ist denn das Problem? Ja. Ich mach einmal kurz einen Rundlauf und dann haben wir unser Ziel erreicht. Dann spiel doch kurz eine Runde Rundlauf. Der Rundlauf war super. Das Beste war dann... Keine Schmetterbälle! Hä, worüber redest du gerade? Rundlauf! Was ist denn Rundlauf? Wer hat denn das gesagt? Hey, das war irgendwann Regel, weil wir halt irgendwann so doll... Über was redet ihr? Rundlauf. Du hast einen Fußball und eine Tischtennisplatte. Ja, oder so einen kleinen Fußball, ist auch cool. Ich dachte, Rundlauf, Andi rennt einmal um die Melonenfarm rum, keine Ahnung. Nein, Rundlauf! Aber wo sich regelmäßig Leute die Hüftknochen zerschmettert haben. Ja, und du hast immer deine flotte Ecke gehabt. Die flotte Ecke? Aber was ist... Oh Gott. Ja. Die flotte Ecke, Alter. Ja, so war das damals. Andi war sowieso ein Fußballsponsor. Du hattest Fluffy, du hattest den EM 2004 Ball. Und war Silvio. War das der Silberne? Nein, das war Silvio. Silvio, aber der Silberne war ja irgendwie, der war Europa. Wir haben 90% der Bälle entweder verloren oder kaputt gemacht. 2006 war dieser komische weiß-schwarze und 2004 war der Silberne dann. Ja, Andi hatte immer nur die EM-Bälle. Also von 2004 hatte Andi den EM-Ball. Das ist ja uncool. Ja, und die hatte ich dann Silvio. War es das? Egal, wir testen nochmal kurz. Also das war die Zeit, wo wir jedem Scheiß einen Namen gegeben haben. Jo. Weil da hatte sogar Doms Radiergummi. So, wollt ihr jetzt sehen, wie ist dein Radiergummi nochmal? Keine Ahnung. Warte, das war eine Marke. Stimmt. Läufer? Nein, halt die Fresse. Nein, halt die Fresse. Wie hieß halt Radiergummi? Vulgär ist eine Option. Irgendwas mit T. Radiergummi-Marken. Nein, du weißt, was ich meine, ne? Städtler? Nee, Pelikan? Nein. Nein, was mit T. Was mit T? Oder was? Modell? Radiergummi-Modell? So, wollt ihr jetzt sehen, dass es funktioniert? Was ich gebaut habe. Oh, wie hieß das? Hallo! You Nein, shall das appreciate grad, my technology. Wichtiger, Kilian. Das ist gerade wichtiger. Tiki! Genau! Tiki! Tiki! Tiki 2000! Ja! Wie sie es gefunden haben. Und der edle Casio-Ritter. Ja! Tiki 2000. Däum, look at it. Look at the farm. Und mein kleiner Kumpel Radiergummi mit dem Adler drauf. The water stops. With old times. Ja, hier, das ist schön. Ist nice. Das ist toll gemacht. Good old times. Ja, reicht die Zeit denn fürs Wasser, um nach vorne zu kommen? Ja, doch egal. Ach so, hä, du wartest doch. Andi! Oh nein! Ich hab's kaputt gemacht. Alle auf der anderen Seite sind auch noch. So. Der Trick ist. Ja, ich würde sagen, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Du wartest einfach, bis es da ist. Das ist doch lame, das ist nicht automatisch, Kian. Das ist auch nicht automatisch, richtig. Und jetzt mach ich den hier. Ja. Was, wenn ich jetzt wieder Nebel umlege, dann geht's kaputt. Ja, dann geht's kaputt. Deswegen hab ich ja gedacht, der Knopf. Ja, der würde das genauso machen. Ja, ich weiß. Das ist mega lustig. So. Gerade ist er Bombe gefahren, Alter. Aber wir haben es jetzt geschafft im Prinzip, ne? Ja, eigentlich ja. Wir können jetzt eigentlich beenden. Ja, dann nächste Version. Ha, so, was nice. Nächste Version ist übrigens 1.0, ne? Ja. Schreibt mir eure Vorschläge in die Kommentare. Erstes Ziel, was ich jetzt schon weiß: alle Scheiben im Haus durch Glasschmerzen ersetzen. Was ist mit dem Enderdrachen? Den müssen wir auch machen, finde ich. Das ist aber ja unwichtig, also das ist ein Nebenziel quasi. Das Hauptquest ist alle Scheiben durch Glas. Heißt jetzt. Was mache ich denn jetzt als Abschluss? Dann muss ich nochmal dran die Farm komplett wachsen lassen und das mache ich dann als Endclip. Genau. Und dann.
Okay, dann habe ich noch zu sagen. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.